Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 Showtime bzw. Legacy Challenge. Kenneth hat sich ja gerade mal zum Früh. Oh ja, Kenneth hat heute Geburtstag, das habe ich gerade vergessen. Er hat sich aber jetzt mal hier zum Frühstücken hier bei seinem Bruder ins Poolhaus gesetzt. Und April hat hier auf den Boden geschaut. Ich hatte jetzt nicht sonderlich lange geschlafen, es ist nämlich noch relativ früh, 7 Uhr. Und April, also ich habe den Schlafsack eigentlich für Keith platziert, aber April hat sich dann da vorher hingelegt. Oh, Keith ist auch wach geworden. Er hat jetzt nicht sonderlich lange geschlafen. Wie wär's? Dann mal. Kann er sie fragen, wie sie geschlafen hat? Genau, und dann soll er doch mal. Kann ich das auch ihr geben? Nee, schade. Eat French Toast. Ich würde sie ihm jetzt gerne selber essen lassen. Das hat bestimmt hier. Wie heißt sie nochmal? Toni Warner gemacht. Das ist halt auch so jemand, die halt hauptsächlich kocht. Ich finde das mit Saubermachen irgendwie besser. Naja, vielleicht nimmt sich April das ja von allein. Ich würde es cool finden, wenn April sich noch was zu essen nehmen. Aber sie haut wahrscheinlich jetzt auch gleich ab. Ich meine, sie haben ja eigentlich frei. Obwohl, dann wäre sie vielleicht jetzt auch schon abgehauen. Zane war ja eh schon die ganze Zeit wach. Ich habe ihn jetzt tatsächlich ein bisschen aufräumen lassen und auch Duschen reparieren lassen, weil die ja alle kaputt waren. Oh. Du kannst ja mal was anziehen. Und zwar Everyday. Weil die ja alle kaputt waren und hier die Dusche, glaube ich, immer sauber machen lassen. Oder hat er? Doch, die hat er sauber gemacht. Sehr gut. Weil der Techniker macht's nicht, die Butlerin macht's nicht und dann hat er es jetzt einfach mal gemacht. Und ja, was kann er denn sonst jetzt gerade? Ich würde es cool finden, wenn er Keith heute das Fahren beibringen könnte. Tabby schläft noch, der geht's auch noch nicht so gut. Ich meine, sie kann ja auch schon mal aufwachen. Oh, Zane, geh du doch schon mal hier runter. Und Tabby, geh du doch auch mal dahin und dann können sie es ja doch noch mal etwas romantisch sein, da das ja gestern nicht funktioniert hat. Jetzt wäre es cool, wenn er ihr irgendwie was zu essen geben könnte. Sonst soll er jetzt einfach mal Waffeln machen. Wir packen ihm das mal in Inventar. Das muss da ja nicht liegen bleiben. Das haut April aber gerade ab. Nach draußen in Unterwäsche im Regen. Sehr gut, April. Guter Plan. Keith. Oh, Kenneth. Weißt du, was du machen könntest? Du kannst sie ja mal ein bisschen bei Laune halten. Solange. Stell dich. Oh, er kann sie auch rufen. Ruf sie doch mal rüber, solange Keith hier redet, kocht, damit sie nicht abhaut. Okay, Tabby. Gib ihm doch mal einen Kuss. Change Outfit every day, obwohl eigentlich ist egal. Weil die Kids sind ja jetzt eh gerade alle im Poolhaus. Und nee, wir machen mal nicht risky, sondern hier mit Zane duschen. Ich mach mal wieder auf Play. Und dann kann sie auf Toilette gehen. Wir geben mal Tabby lauter Interaktionen. Man kann sich hier auch noch Reste von Waffeln essen. Würde es eigentlich auch helfen, wenn ich da das, was im Kühlschrank ist, also die Portion hier, obwohl das wahrscheinlich auch eine einzelne Portion ist. Ich glaube, da kann man halt nicht zum Essen rufen. Wenn das jetzt eine Gruppenportion wäre. Ist das eine Gruppen? Sehe ich halt leider auch nicht. Ich glaube, das sind. Ach nee, das sind die einzelnen, die ich gestern da reingemacht habe, oder? Sonst hätte ich gesagt, könnte er sie ja. Könnte man die vielleicht platzieren und sie dann rufen, also Gäste zum Essen einladen. Ups. Okay, du stell dich doch mal bei ihr vor. Vielleicht können die beiden. Ich mach mal hier die Wände so ein bisschen runter. Vielleicht können die ja hier noch Videospiele spielen. Play Video Game, Play Racing Game. Und dann kann er sie ja bitten, mitzumachen, solange Keith hier am Kochen ist. Hier habe ich Zane mal nicht sauber machen lassen, weil die haben ja noch geschlafen. Und vielleicht denkt er sich ja auch so, das ist Keith sein Poolhaus. Er soll sich da selber drum kümmern. Haben die schon geduscht? Nee. Geht doch mal duschen, ihr zwei. Ach so, ich habe Social mit Bladder verwechselt. Musste sie vorhin überhaupt auf Toilette? Naja, ich meine, die beiden sind ja gestern, hatten ja auch so ein bisschen, was heißt Zoff? Aber er war einfach extrem müde und hat sie deswegen abgelehnt, weil er einfach nur ins Bett wollte. Was ja auch okay ist. Da hatte ich die beiden, weil ich so auf Keith konzentriert war, gar nicht mitbekommen, dass Tabby damit nach Hause gegangen ist. Also, das ist ja auch cool. Ich würde es halt, wie gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video gesagt, ich würde es halt cool finden, wenn Keith und Kenny halt auch sehr gut befreundet ist und dann auch. Kenny dann halt auch mit seiner Freundin halt auch gut klarkommt und halt ein gutes Verhältnis hat, beziehungsweise auch mit seinen Kids dann irgendwann und umgekehrt. Dass das so ein bisschen, falls ihr das Doran Let's Play mitbekommen habt, falls ihr euch das angesehen habt, dass das so ein bisschen ist wie bei Ethan und Liam. Oh nein, er hat sie ja angebrannt. Oh nein. Vielleicht könnt ihr ja essen gehen. Vielleicht mache ich das einfach. Ui, aber es regnet. Ach. Dann probier es nochmal mit Pfannkuchen. Aber Zane muss auf Toilette, dann kann er gleich auch mal auf Toilette gehen. Und Tabby, jetzt muss ich bei ihr mal ein bisschen aufpassen, dass sie sich auch anzieht, weil
Zum Teil zieht sie sich ja nach dem Duschen nicht mehr an. Okay, jetzt. Ja, aber jetzt bleibt. Oder? Doch, sie ist angezogen. Sehr gut. Und Tabby, dann darfst du jetzt Waffeln essen. Oder vielleicht sollte ich davon auch mal ein Video machen, beziehungsweise auch Screenshots. Das ist ja auch irgendwie ganz cool. Warte mal, ich mach's mal. Ich möchte aber den Dings nicht sehen. So ist das doch ganz cool. Und jetzt machen wir mal Play. Wechseln mal in den F10-Modus. Da war gerade irgendein Schatten. Aber sowas finde ich halt auch richtig. Ich würde es halt auch cool finden, wenn man halt so Brettspiele auch spielen könnte mit der Familie, wenn man so einen Spieleabend oder sowas machen kann. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was es sonst noch so für Gruppeninteraktion gibt. Bowling wäre halt auch eine Idee, aber das müsste man halt irgendwie ein Grundstück platzieren. Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, dass die Familie vielleicht mal bowlen geht. Das wäre auch richtig cool eigentlich. Ah, Emily bekommt ein Kind. Nicht Emily, ein Enkelkind, meinte ich. Aber ich glaube, das werde ich, also wie gesagt, ich wollte so ein bisschen auch gucken, was in der Welt noch sonst so passiert, weil ich glaube, deren Beziehung werde ich aber auch beenden und das auch mit dem Kind rückgängig machen. Weil ich glaube, das passt nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Ich möchte mir das jetzt so ein bisschen zusammenbasteln, dass das irgendwann mit dem Stammbaum auch gut aussieht. Keith muss auch noch duschen. Jetzt kocht er da weiter. Ach so, weil da wahrscheinlich gerade kein Platz mehr war. Oh, wow. Vielleicht haben wir ja Glück und sie nimmt sich hier einfach. Tun das mal jetzt hier rein. Er hat keinen Mülleimer, oder? Ups. Habe ich wirklich keinen Platz hier? Habe ich das vergessen? Naja, egal. Wie können wir ihr das denn anbieten? Bei Partys kann man denen das ja auch bringen. Special, friendly. Kannst du ja mal kennenlernen. Jetzt habe ich im letzten Video noch gesagt, dass ich ihm noch ein zweites Schlafoutfit gemacht habe, dass er nicht irgendwie in Unterwäsche vor seiner Familie rumläuft und dann halt sein normales Schlafoutfit anzieht. Jetzt hat er das natürlich trotzdem gemacht. Aber egal. Zane möchte von zu Hause aus arbeiten. Das darf er ruhig machen. Work from home. Und Tabby? Tabby könnte sich ja mal mit Emily treffen. Und das machen wir mal. Oh, wie die beiden da sitzen und reden. Ich finde es jetzt auch toll, dass Kate das jetzt im Poolhaus aber kocht. Aber woanders zu weit. Wir können das ja auch mal im Kühlschrank tun. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass sie sich das vielleicht automatisch nimmt. Die sollen einfach mal. Es ist eh nach 12 Uhr. Dann sollen die sich doch mal hier treffen. Und das ist auch eine coole Gruppendynamik. Okay, beiden treffen sich sehr gut. Also Tabby und Emily. Er so am Kochen, sein kleiner Bruder hier mit dabei. Der jetzt aber heute ja auch zum Teenager wird. Eigentlich könnte man da auch eine Geburtstagsparty feiern. Eigentlich wollte ich, dass Keith heute das Fahren lernt. Weil er hat morgen Geburtstag. Und Zane hat auch ein paar Tage. Er hat in 3 Tagen Geburtstag. Und Tabby in 5. Hat Kenneth eigentlich Hunger? Nicht so wirklich. Muss er noch Hausaufgaben machen? Ja, ein bisschen hat er noch. Oh, hat es schon wieder angebrannt. Weißt du was? Dann geh doch mal ganz schnell duschen. Und dann lasse ich sie woanders essen. Also er mit April. Oh, jetzt geht sie ins Bad. Das ist natürlich jetzt doof. Und er ist müde. Och, das Spiel spielt mir jetzt gerade so ein bisschen gegen die Karten, was ich eigentlich vorhatte. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Fahren heute. Okay, dann geh jetzt trotzdem mal duschen. Ich lasse ihn jetzt Leftovers essen. Ich meine, sie nimmt sich jetzt auch von den ekligen Waffeln. Aber naja. Emily ist da, sehr gut. Dann sollen die doch mal hier auch reingehen, gerade weil es ja auch regnet. Oh nein, jetzt ist sie auch einfach abgehauen. Ihr macht mich echt fertig. Warum hauen die denn immer sofort ab? Ist sie vielleicht noch in der Nähe, dass die trotzdem? Nee. Dann versuchen wir es aber nochmal, sie hier nochmal einzuladen. Die ist jetzt ganz schön weit nach hinten gerutscht. Invite out. Weil jetzt sind sie ja hier schon drinne. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch funktioniert. Und dann sollen die mal hier zusammen, nee, nicht Karaoke singen, aber vielleicht mal hier zusammen Billard spielen. Okay, aber sie kommt nochmal. Er lässt sie diese angebrannten Pancakes essen und holt sich selber Pie. Jetzt kommt sie aber auch nicht mehr, oder wie? Oh, April holt sich einen Kaffee. Das machen wir mal nicht. Das ist eigentlich sehr gut. Vielleicht könnte Keith auch eine Kaffeemaschine bekommen. Weil dann ist sie auf jeden Fall gleich wach. Ich würde es nämlich cool finden, wenn die beiden noch zusammenkommen. Eigentlich wollte ich das ja viel früher schon machen, aber das hat ja jetzt mit dem Kochen die ganze Zeit nicht so geklappt. Und sie setzt sich zu Zane. Cool. Okay, wenn sie getrunken ist, jetzt kann er sie wieder nicht rüberrufen, oder wie? Dann versuchen wir das mal mit dem Videospielen, sie so zu locken. Und dann, wenn er sich hinsetzt, geht's natürlich wieder. Genau, jetzt geht's nämlich mit Callover. Du kannst ja, das stimmt, du kannst das mal resetten. Oder, ich habe ganz vergessen, ist doch Gruseltag, oder? Er könnte mal auf. Und es ist sein Geburtstag. Wow. Sorry, Kenneth.
Zane, veranstalte mal eine Geburtstagsparty für den Kleinen. Throw Party. Ah, da ist sie doch jetzt. Okay, bevor sie jetzt sofort wieder abhaut, play pool with Emily. Ich mache das mal eben schnell mit der Geburtstagsparty. Ich hoffe, dass hier ein paar Kids sind, die sie einladen können. Und ja. Okay, Gäste sind da, also ich habe hier ein paar Teenager eingeladen und ein paar Kids. Tabby ist jetzt auch nach Hause gegangen. Eigentlich sollte sie Emily mitnehmen, aber ich glaube, die ist schon wieder gegangen. Der war schon wieder langweilig, aber egal. Die beiden haben gerade noch so ein bisschen rumgeturtelt, weshalb Keith sie jetzt bitten kann, zusammen zu sein. Hoffe ich mal. Genau, deswegen mache ich das jetzt schnell. Und dann lassen wir Kenny auch mal altern. Was für ein chaotischer Tag hier. Ich meine, hier sind auch einige Sims. Ich finde das auch irgendwie hier, wenn man so, ups, ich gehe mal ein bisschen runter, wenn man hier so mal guckt, das sieht irgendwie auch cool aus mit so vielen Sims eigentlich. Ich mach mal einen F10-Modus. Das ist doch irgendwie auch cool mit so vielen. Vielleicht hätte ich dabei jetzt keine Screenshots machen sollen. Naja. Aber die beiden sind jetzt zusammen. Das ist doch schon mal schön. Keith muss auf Toilette. Wir lassen ihn mal schnell auf Toilette gehen. Genau. Use. Tabby macht hier Sport. Mal kurz auf. Und ich guck mal, wie machen wir das denn am besten? Ich hole mal einen Tisch. Ah, ich hole einfach den hier rein. Den Gartenzweig habe ich jetzt mal rausgemacht. Und dann mal einen Kuchen. Weil es regnet ja draußen. Okay. Ich meine, das dauert ja auch mal ein bisschen, bis sie tatsächlich altern. Deswegen, ich warte mal ganz kurz, bis Keith im Bad ist und dann starte ich mal die Sause. Obwohl. Er hat auch wirklich Geburtstag. Sehr gut. Und dann Blowout Candles. Und wo ist er? Kenneth Collins. Okay, sehr gut. Und die anderen spielen einfach weiter. Okay, jetzt gucken wir natürlich mal, dass er kommt auch. Er ist aber auch noch auf Toilette gegangen. Sehr gut. Ich mache dafür mal die Wände wieder hoch. Oh, Keith mag das wahrscheinlich so überhaupt nicht mit so vielen Sims. Ich mache auch hier mal F10. Ich hoffe mal. Ich gehe mal aus dem Modus hier wieder raus. Ich hoffe mal, dass das mir jetzt hier nicht irgendwie mit dem Geburtstag was ruiniert. Aber wahrscheinlich nicht. Ich möchte alle drauf haben, aber das geht nicht, weil ich dann in der Wand lande. Und ja, Kenneth wird zum Teenie. Wir dürfen uns einen Trade aussuchen. Sehr gut. Never nöd. Ich finde es auch irgendwie passend. Ich lasse es mal. Vielleicht war ihm das ja unangenehm, dass April und auch sein Bruder irgendwie in Unterwäsche waren und deswegen möchte er das nie machen. Dass er sagt so, okay, never nöd. Deswegen, ich dachte, ich hatte das auch noch nie, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, das Merkmal jemals gehabt zu haben. Aber vielleicht passt das ja sogar, dass ihm das vielleicht. Dass er es komisch fand, seinen Bruder und seine Freundin in Unterwäsche zu sehen und dass er deswegen so, nee, ich möchte nie nackt sein, vor anderen zumindest. Huch, mir gerade einfach so einen Wachstumsschub hatte, cool. Okay, ich style ihn jetzt hier noch nicht um, ich mach das nach dem Part dann. Okay, cool. Kenneth ist jetzt auch ein Teenie. Jetzt überlege ich gerade, er ist ja sonst noch, er kann sich ja auch schon mal hier ein bisschen mit. Nee, eigentlich könnt ihr auch ruhig hier noch ein bisschen weiter. Habe ich ihn vorhin Hausaufgaben machen lassen? Eigentlich voll doof. Die können ja hier ruhig noch mal ein bisschen Videospiele spielen in der Runde. Oder Kuchen essen. Ja, hat er eben ja. Habt ihr das gerade gesehen? Ich meine, ich habe es ja aufgenommen. Und hier kommt es immer noch. Was ist mit meinem Spiel jetzt los? Wow. Ich hoffe, dass das kein Bug ist, der sich durchs ganze Spiel zieht. Weil wenn sowas schon in der ersten Generation oder jetzt hier schon losgeht, dann. Oh, wei, wei. Naja. Ich überlege gerade, soll er noch fahren lernen? Ich möchte es ungefähr. Nee, wir sind mal verantwortlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt. Vielleicht mache ich das doch nicht. Es wäre cool gewesen. Vielleicht am nächsten Tag. Oh, eigentlich hätte ich das Video so gerne genannt. So, Keith macht den Führerschein. Aber das. Wir sind mal verantwortlich, weil er ist ja ganz schön müde. Und Keith wird ja. Zane wird ja auch müde. Tabby auch. Ja. Ich glaube, ich lasse jetzt. Kenneth auch nur noch hier so ein bisschen Videospiele, vielleicht was essen. Wie sieht's bei ihm aus? Er ist noch relativ wach. Cool. Oh, warte mal. Ich glaube nämlich, dass hier Riley auch noch Geburtstag hat, aber niemand feiert mit Riley. Das ist ja traurig. Und das flackert so. Warum flackert das so? Ist dieser Kuchen schon wieder verbuggt? Aber man kann sich nehmen. Oh, guck mal, Riley hat auch Geburtstag. Und schon wieder. Crab Slice. Oh, Keith ist bewusstlos. Oh wei, oh wei. Komm, ich schicke ihn jetzt nur noch ins Bett.
Sonst geht's ihm ja gut, er ist halt nur sehr müde. Jetzt haben wir gar nicht Trick or Treat gemacht, wir haben hier Kuselta komplett ignoriert. Naja, egal. Soll sich mal was zu essen holen? Das kannst du jetzt ja doch noch essen. Ich hoffe, es ist nicht verbuggt. Okay, ich glaube, ich guck mal, dass die alle happy werden und ins Bett kommen und beende dann das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehe ich euch ja im nächsten Video wieder. Tschüss!